Überlegst du gerade, wo du mich heute Abend einlädst? Was? Wollen wir noch was trinken gehen nachher? Ich kann nicht, sorry. Wieso nicht? Komm, einen Drink zum Wochenausklang. Heute ist Sonntag. Ja, und? Sonntag. Happy Hour in der Kulibar. Alex, ich kann wirklich nicht. Bei mir zu Hause sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa und ich muss auch Wäsche waschen. Das habe ich die ganze Woche nicht geschafft. Gottchen. Mann, du hast die Gelegenheit, mit einer netten, charmanten, gut aussehenden Kollegin was trinken zu gehen und du willst waschen und putzen? Wir können es ja kombinieren. Wie das denn? Wir machen bei mir zu Hause Happy Hour und du hilfst mir beim Aufräumen. Ja, so siehst du aus. Leitstelle an alle Einsatzkräfte im Gewerbepark Ost. Ein Wachmann hat einen Einbruch in der Lagerhalle der Pharmagroßhandlung Siebermann gemeldet. Siemensstraße 42. Das ist doch hier gleich. Alex, wir haben Feierabend. Leitstelle für K11, habt ihr schon nähere Infos zu dem Einbruch? Negativ. Möglicherweise Täter noch vor Ort. Alles klar, wir übernehmen. Dann wollen wir mal. Wollen? Ja, besser als waschen und putzen. Hier haben wir uns verständigt. Ja, ich habe vorhin meinen Rundgang gemacht und da habe ich Geräusche gehört. Da ist der Täter noch drin? Ja, ist noch keiner rausgekommen. Okay, bleiben Sie hier bei den Autos, ja? Polizei, kommen Sie raus mit erhobenen Händen! Scheiße, hat mich erwischt. Das ist nur ein Streifschuss, passt schon. Kümmer dich um ihn und ruf Verstärkung. Alles klar. Komm mit. Wir beide gehen rein, aber vorsichtig. Ja. Nichts mehr zu machen. Ist ja fast noch ein Kind. Ja, aber bewaffnet. Also ich sehe keine Waffe. Du hast recht. Gib mir mal deine Funke. Robert, der Täter ist tot. Aber anscheinend hat er nicht auf uns geschossen. Was? Und wer dann? Ja, keine Ahnung, es muss einen zweiten geben. Sag dem Kollegen, er soll sich draußen umsehen. Alles klar. Komm dann los. Und deine Wunde? Ja, das passt schon. Polizei, stehen bleiben! Ganz ruhig, Hände aufs Dach! Hände aufs Dach, hab ich gesagt, Hände aufs Dach, los! Ganz ruhig, ja? Bleiben Sie, wo Sie sind. Wo wollen Sie hin? Ich will nirgends hin. Ich bin doch gerade erst gekommen. Wer sind Sie? Das würde ich Ihnen ja gerne sagen, wenn Sie mir die Gelegenheit geben würden, mich auszuweisen. Gut, los. Chiara Lohberg. Lokal-TV. Journalistin. Zur Polizistin hat es nicht gereicht. Bin ich jetzt verhaftet? Wo wollten Sie hin? Was hatten Sie vor? Ich habe gehört, hier soll ein Einbruch stattfinden. Ach, Polizeifunk abgehört, oder was? Man hat so seine Quellen. Haben Sie jemanden gesehen? Nein. Also, außer Ihnen beiden natürlich. Als ich gekommen bin, habe ich Schüsse gehört. Was ist hier passiert? Gar nichts. Noch nichts sieht das aber nicht aus. Geht Sie nichts an? Meine Zuschauer aber schon. Ich sag's Ihnen jetzt einmal, okay? Kamera weg. Haben Sie mich verstanden? Sicher, dass du keinen Arzt brauchst? Jetzt entspann dich mal. Das ist nur ein Kratzer. Den hat's schlimmer erwischt. Hm.
Steven Paschke, 20 Jahre alt. Ja, das wollte er entwenden. Ist wegen Chemikalien eingebrochen? Was wollte er denn damit? Synthetische Drogen herstellen oder was? Keine Ahnung. Aber dafür zu sterben? Einer von uns muss ihn tödlich getroffen haben. Alex, wir hatten keine andere Wahl. Der Typ hat auf uns geschossen. Eben nicht. Er hatte keine Waffe bei sich. Und? Ja, wie ist es gelaufen, Leute? Ja, wie ist es gelaufen? Scheiße ist es gelaufen. Wir sind suspendiert. Ja, unsere Dienstausweise und unsere Dienstwaffen durften wir auch gleich abgeben. Was? Das kann doch nicht sein. Ja, haben sie aber gemacht. Und jetzt? Ja, was und jetzt? Feierabend jetzt. Ja, zumindest bis die internen Ermittlungen abgeschlossen sind. Oh Mann, die raffen es auch nie in der Verwaltung, echt. Tja, macht euch bloß keine Vorwürfe. Auf euch wurde geschossen. Ja, trotzdem. Schön ist es nicht. Immerhin ist bei dem Einsatz jemand ums Leben gekommen. Ja, jemand, der ganz fett im illegalen Anabolika-Geschäft war. Ach, dafür hat er die Chemikalien gebraucht. Für Anabolika. Ja, damit kann man ähnlich hohe Gewinne erzielen wie mit Drogen. Und es war nicht sein erster Einbruch. Also, hier. Steven Paschkes Fingerabdrücke wurden bereits nach einem Einbruch in einen anderen Pharma-Großhandel sichergestellt. Sie konnten nur damals noch nicht zugeordnet werden. Allerdings die eines Mittäters, der war aktenkundig. Ja. Erkan Ölmir, 22. Auf Bewährung draußen. Ja, die beiden scheinen so richtig dicke Kumpels gewesen zu sein. Dieser Erkan hat mal für Paschke einen Vergewaltigungsprozess ausgesagt. Ja, und mit seiner Aussage verlief die ganze Sache dann nachher im Sande. Solltet ihr euch mal ansehen. In dieser Lagerhalle hinter mir wurde gestern Abend ein Jugendlicher von der Polizei erschossen. Angeblich, weil er bei einem Einbruch überrascht wurde. Neben mir steht Beatrice Paschke, die alleinerziehende Mutter des Opfers. Frau Paschke, was sagen Sie zu den Vorfällen? Sie war ein guter Junge. Warum hätte er einbrechen sollen? Ich habe alles für ihn getan. Hat er nicht gemacht. Die Polizei behauptet, der Jugendliche hat zuerst geschossen. An dieser Behauptung sind aber Zweifel mehr als berechtigt. Denn unsere Recherchen haben ergeben, dass der junge Mann unbewaffnet war. Sag mal, spinnt die? Steven Paschke, 20 Jahre alt. Das wollte er entwenden, um dafür zu sterben. Einer von uns muss ihn tödlich getroffen haben. Aber Alex, wir hatten keine andere Möglichkeit. Der Typ hat auf uns geschossen. Ja, eben nicht. Er hatte keine Waffe bei sich. Wie werden die am Einsatz beteiligten Beamten, Hauptkommissarin Rietz und Kommissar Ritter, damit fertig, einen wehrlosen Jugendlichen erschossen zu haben? Mehr darüber in den Abendnews. Wie können die sowas bringen? Der hat doch als Erster auf uns geschossen. Mit welcher Waffe? Ich meine, die Spurensicherung hat keine Waffe gefunden. Auf dem ganzen Gelände nicht. Und das hier, Gerrit? Ich habe mir noch nicht selbst ins Bein geschossen, Mann. Jetzt reg dich mal nicht so auf, ich war noch nicht am Ende. Hier, rechte Spurensicherung. Die Hülsen, die am Tatort gefunden wurden, stammen definitiv nicht aus euren Waffen. Siehst du? Wie sieht's aus mit Fingerabdrücken? Die werden noch untersucht. Aber da ist noch was, am Ende der Halle. Da wurde eine Notausgangstür geöffnet. Aha. Ich wette, dieser Erkan hat geschossen und ist dann hinten raus abgehauen. Wisst ihr was? Diesen Erkan knöpfe ich mir jetzt vor. Da bin ich dabei, Alex. Leute, ihr macht gar nichts. Füße stillhalten. Ihr seid suspendiert, das machen Gerrit und ich. Und ihr macht euch einfach mal einen schönen Tag. Geht ins Freibad, geht ein Eis essen, macht sonst irgendwas. Okay? Hey, ihr habt's verdient, Leute. Wir quatschen. Okay. Einen schönen Tag machen. Wie stellt denn er sich das vor? Echt? Ich könnte kotzen. Frag mich mal. Hoffentlich kriegen die Jungs noch was aus diesem Erkan raus. Das werden wir schon. Hey Doc, was gibt's? Na, hallo Robert. Du, Michael und Gerrit konnte ich nicht erreichen. Die sind auf einem Einsatz. Ja, wahrscheinlich wegen der Schießerei gestern. Nicht wahr? Genau darum geht's mir auch. Hast du was rausbekommen bei der Obduktion? Allerdings. Das solltet ihr euch vielleicht mal ansehen. Ja.
Doc, wir sind suspendiert. Ja, da habe ich natürlich von gehört. Aber ich sag mal, das verbietet euch ja nicht, mich rein privat zu treffen. Ganz zufällig. Ich habe gleich Mittagspause und wollte zu unserem Stammimbiss. Verstehst du? Ja, haben wir verstanden. Wir kommen, Doc. Super. Wenn ihr vor mir da seid, bestellen wir schon mal wie immer. Na klar, Curry rot-weiß. Bis gleich. Ciao. Ciao. Hi, Leute. Hey, da bist du ja endlich. Erzähl, Doc, was gibt's für Neuigkeiten? Folgendes. Ihr habt den Jungen nicht getötet. Sondern? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer ihn getötet hat. Fest steht, aus einer eurer Waffen stammen die tödlichen Schüsse nicht. Gott sei Dank, mein Gott, hier. Danke. Kannst du das auch beweisen, Doc? Ja, ja. Augenblick mal. Und zwar. Hier. Diese Projektile hier habe ich aus der Leiche gefischt. Und die stammen keinesfalls aus einer Polizeipistole. Ich habe schon ein Foto davon an die KTU gemeldet. Diese Projektile hier passen zu den Hülsen, die am Tatort gefunden wurden. Ich rufe mich ja sofort an, hältst du mal? Ja. Also vielleicht findet ihr auf den Hülsen oder den Projektilen Fingerabdrücke, die euch weiterhelfen. Die sind auch in der KTU und werden ausgewertet. Mhm. Aber Michael könnte recht haben. Paschke und Ömir sind zusammen eingebrochen. Und dann hat Ömir Paschke erschossen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, bis nachher. Ja. Versprochen, ciao. Das ist ja angefressen. Ja, komm. Die Jungs waren gerade bei Ömir zu Hause, aber der war nicht da. Probieren es dann noch mal später. Das hast du mir nicht gerade versprochen. Ja, dass wir jetzt erstmal die Füße stillhalten, bis die Suspendierung aufgehoben wird. Alex, wir haben gerade von Dorf. Robert, mein Gott, die paar Stunden. Wir haben jetzt eh erstmal was Privates zu erledigen, hm? Ihr zwei, was Privates? Ja, diese Geschichte mit dem Lokalsender. Das lass mal nicht auf uns sitzen. Ja, hab ich gehört. Üble Geschichte. Ja, ja, komm. Weißt du was hier? Mhm. Meinst du auch noch, Doc? Oh, danke. Danke, Doc, ne? Wir sehen uns. Ich hab zu danken. Ciao. Ihr Bericht heute Morgen war eine Unverschämtheit. Ja, das mag sein, dass er Ihnen so vorgekommen ist. Aber die Wahrheit... Was denn für eine Wahrheit? Sie haben uns als schießwütige Polizisten dargestellt. Es war aber ganz anders. Ihre Mitarbeiterin hat sich einfach eine eigene Version der Geschichte zusammengedichtet. Polizei, kommen Sie raus mit erhobenen Händen! Ohne irgendwelche Hintergrundinformationen zu haben. Scheiße, hat sie erwischt. Die kamen ja erst viel später am Tatort an. Ich sag's Ihnen jetzt einmal, okay? Kamera weg. Haben Sie mich verstanden? Wir verlangen eine Richtigstellung von Ihnen. Sonst werden wir... Was? Wollen Sie mir drohen? Schon mal etwas von Pressefreiheit gehört? Ja, aber die hört da auf, wo die Verleumdung anfängt. Moment mal. Chiara Lohberg ist eine ambitionierte, zuverlässige, engagierte Journalistin. Und, mal ehrlich, Ihre Aufnahmen sprechen ja wohl für sich. Sie selbst haben gesagt, dass der Junge keine Waffe bei sich hatte und dass einer von Ihnen ihn erschossen hat. Das dachten wir am Anfang ja auch. Aber die Sachlage hat sich jetzt etwas geändert. Der Junge ist nicht durch unsere Schüsse gestorben. Ja, ja, das würde ich auch an Ihrer Stelle behaupten. Das behaupten nicht wir, das hat die Obduktion ergeben. Dann wer hat den unschuldigen Jungen erschossen? Vielleicht sein Komplize? Er hatte nämlich einen. Und so unschuldig war der Junge nun auch wieder nicht. Wie meinen Sie das? Er hatte bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung. Und der Einbruch gestern war auch nicht sein erster. Können Sie das da beweisen? Ich meine, das mit dem Komplizen. Ja, natürlich können wir das. Wenn Sie uns nicht glauben, können Sie gerne mitkommen zur Dienststelle und sich die Akte mal ansehen. Was hat die Lohberg mir für eine Story angedreht? Das wird sofort geklärt! Was haben Sie mir da für einen Scheiß untergejubelt? Aber die Fakten... Oh, Fakten, Fakten. Wenn Sie sauber recherchiert hätten, dann hätten Sie die wahren Fakten herausbekommen, Lohberg. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Schlickmann. Dieser angebliche, unschuldige Junge, der hat alle Hand auf dem Kerbholz. Der hat mit einem Kumpel schon mal so ein Ding gedreht. Das konnte ich doch nicht wissen. Ja, und die tödlichen Schüsse, die stammten nicht aus den Waffen der Kommissare hier, sondern vermutlich von einem Kompagnon. Das wusste ich nicht. Mein Gott, Mädchen, was wissen Sie denn überhaupt? Recherchieren. Recherchieren. Gut aussehen alleine reicht nicht aus. Sehen Sie zu, Mädchen, wie Sie das jetzt hier in Ordnung bringen. Sonst waren Sie die längste Zeit hier. So nicht. So nicht, Fräulein.
Entschuldigung, da habe ich wohl ein bisschen übertrieben. Aber der Alte macht immer so einen Druck. Sie sehen ja selber, wie der abgeht. Das war noch harmlos. Ja, also wenn Sie das Ganze öffentlich klarstellen, dann nehmen wir die Entschuldigung an. Ja, natürlich. Ich werde in der nächsten Berichterstattung einen korrigierten Bericht senden. Ich fange sofort an, ja?